So, meine Damen und Herren, wir haben ausgesprochen lange diesem Thema zugewandt. Damit sollten wir etwas Gas geben, was die weitere Behandlung angeht. Wir hatten mit der Tagesordnung beschlossen, nach der Pause an Guernica erinnern zu beraten. Das würde bedeuten, den Punkt 181 jetzt aufzurufen. Hier ist ein Redner Bündnis 90 Die Grünen, die zunächst das Wort erhalten. Dann hatten wir Rederecht für Herrn Christoph Meyer beschlossen, der danach drankommt. Und dann steigen wir ein. Zunächst, da gibt es einen Ersetzungsantrag CDU, der behandelt werden oder vorgetragen werden kann, und dann die Fraktionsrunde. Also zunächst Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Filosine. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt bin ich zu hören. Ne? Wer mag mich nicht hören? Doch, weil es gerade hieß, ja leider. Also ich meine, offensichtlich sind die Emotionen noch sehr hoch im Saal. Es tut mir für den Antrag jetzt ein bisschen leid, wenn der bei Ihnen jetzt auf diese Emotionsbasis fällt. Ich stelle Ihnen hier einen Antrag vor, an Guernica erinnern. Der ist schon abgeändert worden. Wir schlagen jetzt vor, nachdem wir das Votum des Ortsbeirats Altstadt, wo damals auch alle gemeinsam daran mitgewirkt haben, mit in Absprache mit dem Katasteramt, schlagen wir Ihnen die neu entstehende Straße im Abschnitt zwischen Theaterstraße, Malergässchen und Schweriner Straße vor, diese Guernica-Straße zu nennen. Die Dresdner Erinnerungskultur wird stark durch Kriegszerstörungen vom 13. Februar 1945 und durch die Auseinandersetzung damit geprägt. Auf der einen Seite stehen jahrzehntelange Bemühungen um die Versöhnung zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern und der Wunsch, dass die damals eingetretenen Leiden sich nicht wiederholen. Dazu gehören auch die Städtepartnerschaften Dresdens zu anderen Städten, die im Zweiten Weltkrieg viel Zerstörung und Leid erfahren haben. Ich nenne Rotterdam, ich nenne Coventry. Auf der anderen Seite muss sich die Stadt Dresden seit vielen Jahren mit lautstarken Versuchen rechtsextremer Gruppen auseinandersetzen, die das Gedenken an die damalige Opfer für ideologische Zwecke missbrauchen. Die Stadt Dresden hat die Aufgabe, die sachlich fundierte kollektive Erinnerung an das Kriegsgeschehen im historischen Ursachenzusammenhang zu pflegen. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das schon aus meiner Sicht die Oberbürgermeisterin Frau Helma Oros auf vorbildliche Weise getan hat. Und ich habe es zwar nur aus der Ferne und über die Zeitung verfolgt, aber alles, was ich an Reden und Äußerungen des jetzigen Oberbürgermeisters am diesjährigen 13. Februar gehört habe, regt mich an dazu zu sagen, dass er da diese Linie fortführt und ich ihm dafür auch ausdrücklich danken möchte. Denn nur mit dem Erinnern an die Ursachen der Kriegszerstörung im internationalen, regionalen und lokalen Kontext besteht für die Zukunft die Chance, solche Zerstörungen zu vermeiden. Die Stadt Dresden hat hierbei die Aufgabe, Erinnerungskultur auch institutionell zu verankern. Erinnerungskultur sollte aber nicht nur ins Museum und in wissenschaftliche Bibliotheken verwandt werden, sondern im öffentlichen Raum erlebbar sein. Die Erinnerung an die baskische Stadt Guernica im Dresdner Stadtzentrum mit einer Straßenbenennung ist deshalb geeignet, die historische Erinnerung an den Ursachenzusammenhang für die Kriegszerstörung Dresdens im Februar 1945 wachzuhalten. Guernica wurde, wie auch andere spanische Städte, während des Spanischen Bürgerkriegs von deutschen Flugzeugen und Piloten der Legion Condor angegriffen, welche die Putschisten um den faschistischen General Franco auf Befehl Hitlers militärisch unterstützten. Die Bombardierungen der Legion Condor in Spanien waren bereits gezielt auf die Zerstörung von ziviler Infrastruktur ausgerichtet, vor allem durch die Kombination von Spreng- und Brandbomben, deren Folgen systematisch dokumentiert wurden. Bereits hier wurde eine neue
Dimension des Luftkrieges vorbereitet, welche im Zweiten Weltkrieg zur Bombardierung von Städten wie Warschau, Rotterdam, Coventry, Hamburg und auch Dresden führte. Die Bombardierung von Guernica am 26.04.1937 erlangte traurige Berühmtheit, weil schon kurz darauf in den Zeitungen vieler Länder über diesen Angriff auf die Zivilbevölkerung berichtet wurde. Noch im Jahr 1937 schuf Pablo Picasso sein weltberühmtes Bild Guernica im Auftrag der damaligen spanischen republikanischen Regierung für die Weltausstellung in Paris. Die Stadt Dresden kann durch die Benennung der Guernica-Straße einen wichtigen Mosaikstein in der lokalen Erinnerungskultur schaffen und damit den Wunsch nach Frieden als Gemeinsamkeit im europäischen Kontext weiter bekräftigen. Die neue Straße zwischen Malergässchen und Schweriner Straße ist für diese Benennung auch geeignet, denn sie befindet sich in einer zentralen Lage im Stadtzentrum, die mit Wirkungen bis in die Gegenwart direkt durch die Kriegszerstörungen im Jahr 1945 betroffen war. Zu dem Änderungsantrag der CDU würde ich mich in einem zweiten Redebeitrag äußern. Da habe ich jetzt nicht genug Zeit. Das war die Einbringung. Es wird ja sicher noch eine interessante Debatte geben. Vielen Dank. So, wird der CDU-Antrag eingebracht? Herr Dr. Böhmekon. Frau Bürgermeisterin, ich würde gleich die Haltung der CDU einbringen, die dann in diesen Antrag mündet, und würde dann nur noch mal ans Rittergut gehen, wenn ich reagieren muss. Also, Guernica, das ist ja ein Thema, was Respekt und Sorgfalt und Behutsamkeit erfordert. Deshalb die Gemeinsamkeiten zuerst. Ja, auch wir sind der Meinung, dass wir im Zusammenhang mit dem Gedenken an die schrecklichen Ereignisse des 13. Februars auch Kriegsopfer durch deutsche Kriegsereignisse mit ins Gedenken einbeziehen müssen. Da sind wir uns einig. Aber, meine Damen und Herren, da gab es nie ein Defizit in Dresden. Das muss man auch sagen. Schon immer war das Gedenken an den 13. Februar in Dresden mit dem Gedanken der Schuldanerkenntnis, der Versöhnung, der Vergebung und des Friedens verbunden, und zwar innig verbunden. Die erste Partnerschaft, die wir nach dem Krieg aufgebaut haben, war mit der Partnerstadt Coventry, die bekanntlich von 1940 bis 1942 mit mehreren Bombenangriffen erheblich beschädigt wurde. In der Partnerschaft, ich war selbst zum 70. Jahrestag des ersten Angriffes dort, Herr Kiesling war auch mit dabei, und es war sehr erfreulich zu erleben, in welcher herzlichen Atmosphäre das war. Also dort gab es bereits alles, was wir uns wünschen. Die zweite Partnerschaft in Dresden war die Stadt mit Leningrad. Das ist wohl die Stadt, die am meisten vom Krieg betroffen worden ist. Durch die Blockade hat es dort 1 Million Tote gegeben. Sowohl nach Coventry als auch nach Leningrad haben wir zwei große Straßen genannt. Sehen Sie sich den Heidefriedhof an. Auch dort spricht die Gestaltung eine ganz andere Sprache. Dort gibt es eine Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus, eine Gemeinschaftsanlage für die Verfolgten des Nationalsozialismus, eine Gedenkstätte für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Und wer die Gedenkstätte für die Opfer des 13. Februars erreichen will, muss durch dieses Rondell, was sehr eindrucksvoll das Dresdner Leid in den Kreis des Leidens anderer Kriegsgegner stellt. Also dort gibt es keinerlei Nachholbedarf. Natürlich ist es dennoch durchaus legitim, darüber nachzudenken, ob man auch andere Kriegsopfer mit in das Gedenken auch explizit einschließt. Da fällt einem aber, wenn man darüber nachdenkt, zuallererst unsere Partnerstadt Amsterdam ein. Amsterdam ist eine Partnerstadt, das wissen viele nicht. Amsterdam wurde im Mai 1940 durch deutsche Kriegsflugzeuge schwer beschädigt. Rotterdam wurde durch deutsche Kriegseinflüsse dort schwer beschädigt, über 800 Tote, die Altstadt wurde zerstört. Warum nicht Rotterdam? Noch mehr Symbolcharakter hätte die Einbeziehung von der polnischen Kleinstadt Wieluń. Wieluń ist eine Stadt, die gleich am allerersten Tage des Zweiten Weltkrieges bombardiert wurde, am 1. September 1939, noch vor dem Beschuss der Westerplatte durch Schleswig-Holstein. Das wäre eine wirkliche Symbolwirkung. Es wäre sehr verdienstvoll, wenn wir dieses Bombardement wieder in die Köpfe der Menschen zurückholen würden. Aber warum Guernica? Gibt es da eine Verbindung? Warum eine Straße?
es ist doch klar, dass die irgendwann auch mal untergeht. Und warum so eine kleine Straße? Wir haben eine bedeutende Coventry-Straße, wir haben eine sehr bedeutende St. Petersburger Straße und ein Coventry-Gässchen. Ist das angemessen? Ich kann den Bürgern, die da zuhören, sagen, der Grund ist ein Parteitagsbeschluss der Grünen vom 15. Oktober 2011. Dort wurde die Stadtratsfraktion der Grünen beauftragt, eine Straßenbenennung von Gernitka im Stadtinneren in die Wege zu leiten. Und was die Partei beschließt, muss sein, das kennen wir leider noch aus alten Zeiten. Das ist. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass die Mehrzahl derer, die dort abgestimmt haben, überhaupt nicht wussten, dass Rotterdam eine Partnerstadt ist, dass Rotterdam zerstört worden ist. Und den Namen Jeluhn, glaube ich, hat dort auch kaum einer gehört. Es war eine Entscheidung mit sehr viel Bauchgefühl, vielleicht auch mit sehr viel Herzblut, das will ich zubilligen, aber ohne wirkliche tiefe Kenntnisse über die Zusammenhänge. Und deshalb wäre es Ihre Aufgabe gewesen, das nochmal kritisch zu durchdenken. Das haben Sie nicht gemacht. Dennoch wollen wir uns dem Gedenken an Gernika nicht vollständig verschließen, denn es ist ja letztlich eine wirklich empfindliche, sensible Sache. Wir hatten den Antrag vor 5 Jahren bereits mal auf dem Tisch. Damals haben wir Ihnen die Hand gereicht. Damals haben wir auf der Grundlage eines Antrags der Bürgerfraktionen FDP und CDU zusammen vorgeschlagen, den Oberbürgermeister zu beauftragen, die Erinnerung an Gernika in die Wege zu leiten und uns innerhalb einer gewissen Zeit eine entsprechende würdige Art und Weise des Gedenkens vorzuschlagen. Das war unser Antrag, das haben Sie abgelehnt. Und deshalb ist nichts beschlossen worden. Dieser Antrag wäre auch heute noch sehr sinnvoll. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie auch den ablehnen. Und deshalb wollen wir jetzt einen ersten bescheidenen Schritt, und ich hoffe auch gemeinsam gehen können. Wir glauben, dass wir nur wahrhaft gedenken können, die Geschichte wirklich aufarbeiten müssen und dann den besonderen Bezug von Gernika und Dresden herausarbeiten, damit wir auch eine Rechtfertigung für die Benennung haben. Und deshalb wollen wir einfach unseren Oberbürgermeister beauftragen, Untersuchungen einzuleiten, die die Beziehung zwischen Gernika und Dresden und speziell auch zwischen der Luftkriegsschule in Klotzsche und Dresden einmal aufdeckt. Und angesichts der Ergebnisse können wir uns dann gern unterhalten, in welcher sinnvollen und würdigen Art und Weise wir Gernika gedenken, entweder an der Luftkriegsschule, auch in einer anderen Weise, eine Straßenbenennung erscheint uns nicht sinnvoll. Ich würde Sie herzlich bitten, wir strecken wieder die Hand aus, ergreifen Sie die ausgestreckte Hand und lassen Sie uns den ersten Schritt auf einem Weg zu einem sinnvollen und würdigen Gedenken an die Bombardierung von Gernika gehen. Danke. So, jetzt würde ich aufrufen, das eingangs genehmigte Rederecht an Herrn Christoph Meyer. Herr Meyer, wenn ich Sie bitten darf, ans Mikrofon zu kommen, und Sie haben auch 5 Minuten Redezeit. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Meyer. Ich bin gelernter Historiker, Professor an der Hochschule in Mittweida und seit 13 Jahren Mitglied im Ortsbeirat Dresden-Neustadt. Ich freue mich, dass ich hier zu diesem Antrag der Fraktion Die Grünen sprechen kann. Als ich das erste Mal von der Benennung einer Gernika-Straße in Dresden gehört habe, habe ich gedacht, ja, wie passend. Denn das Gebiet, das ja irgendwo zwischen der Stadtmitte, dem alten kulturellen Zentrum und dem neuen kulturellen Zentrum, dem Künstlerviertel, dem Kultur, dem Kraftwerk liegt, das passt dazu, so eine Straße nach dem berühmten Monumentalgemälde von Pablo Picasso zu benennen. Das war so mein erster Gedanke. So fängt man an, ein ganz bedeutendes Kunstwerk, also warum nicht? Und dann ja, die Geschichte in der ganzen Geschichte, die dahinter steckt. Am 26. April 1937 haben deutsche Verbände der Legion Condor eine besondere Übung gemacht. Es war wohl der Versuch, mal etwas einzuüben. Und sie haben bombardiert aus der Luft die baskische Kleinstadt Gernika. Nicht, weil sie
taktisch oder strategisch bedeutsam war. Auch nicht, weil da Rüstungsbetriebe oder besondere Strukturen zu zerlegen gewesen wären. Nein, es ging darum, wenn überhaupt, Terror gegen die Zivilbevölkerung zu machen. Und es ging darum, die Innenstadt zu zerlegen. Das haben sie gemacht. Das Ziel dieser sinnlosen Angriffe war die Innenstadt. Und das wurde auch erreicht, binnen weniger Tage und Stunden in rauchende Trümmer verwandelt. Und es sind zahlreiche Menschen dabei ums Leben gekommen. Ja, in Deutschland herrschte da noch sogenannter Frieden. Jedenfalls für die meisten Menschen, nicht alle. Es gab auch schon Verfolgte, für die gar kein Frieden herrschte in diesem permanenten Kriegszustand, den das Nazi-Regime angezettelt hat. Und Guernica war etwas, was den Weg zum Krieg, zum Zweiten Weltkrieg mit vorgezeichnet hat. Und am Ende kam der von Deutschland ausgegangene Krieg zurück, auch hierher. Ich möchte allerdings den Zusammenhang mit Dresden gar nicht so sehr betonen, wie das die Vorrednerin und der Vorredner gemacht haben. Ich mache ein Zitat, ich erlaube mir zu zitieren, Herbert Wehner. Das ist der bedeutendste Politiker, den Dresden im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Und der sagte 1973 öffentlich auf einem Parteitag, Dresden, das war meine Heimatstadt. Dort ist auch meine Mutter in dem Bombardement umgekommen. Und es geht weiter, das Zitat. Ich würde es dennoch ablehnen, Dresden mit Guernica und mit Oradour und mit Katyn in eine Reihe zu stellen. Ich finde, das ist ein interessantes Zitat, weil dahinter steckt so ein Gedanke, ne? Wir setzen uns nicht gleich. Wir setzen uns auch nicht so gleich wie in dieser Denkarchitektur oder Gedenkarchitektur, Sie sind noch darauf eingegangen, auf dem Heidefriedhof, wo Dresden einfach so in eine Reihe sich stellt mit anderen Orten. So einfach ist das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es hier in erster Linie darum geht, wenn wir Guernica ehren, also für Dresden etwas Besonderes zu tun, für unsere Gedenkkultur gerne, aber nicht in so einem aufklärerischen, volkspädagogischen Sinne. Meiner Meinung nach ist es so, es ist wegen Guernica wichtig, dass es eine Guernica-Straße in Dresden gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie also für diesen Antrag stimmen, und ich bin dafür, dann tun Sie es wegen Guernica. Und in diesem Sinne folgen Sie dem Votum der Kolleginnen und Kollegen des Ortsbeirats Dresden-Altstadt. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt FDP Freie Bürger, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, an Guernica erinnern Straßennamen für Dresden. Kleine Vorbemerkung, wir Stadträte haben eigentlich eine große politische Verantwortung für unsere Stadt und für die Bevölkerung und sollen sehr, sehr sensibel mit Dingen umgehen, die auch schnell zu Unfrieden führen. Wir sollen verständnisvoll und sensibel arbeiten und keinesfalls provozieren. Da erwähne ich noch mal ganz kurz das Busmonument, obwohl ich gar nicht so sehr dagegen bin. Aber ich bin eigentlich gar nicht dagegen, aber dass man dort Busse aufstellt, die immer noch die Werbung einer Sparkasse, einer deutschen Stadt dran haben, das war so unsensibel und blöd. Aber gehe ich lieber zur Erinnerung an Guernica. Ich sage jetzt mal Guernica, jetzt heißt es Guernica baskisch. Ich habe auch das Bild mitgebracht. Denn dieses Bildchen, was hier als wunderbares Bild beschrieben wird, mussten wir in der Schule schon interpretieren. Mir hat das Bild persönlich nicht gefallen, es war zu gruselig, das waren ja eigentlich nur noch Teile von irgendwelchen Menschen. Das war für mich als Jugendlicher zu viel und deshalb haben wir diskutiert und ich hatte das Glück, dass ich zu Hause diskutieren konnte, denn mein Vater, und das sage ich jetzt ganz persönlich, war 1935 schon Unteroffizier der Luftwaffe in Neuruppin und sollte eigentlich mit nach Spanien. Eine Krankheit verhinderte seinen Einsatz. Keiner seiner Kameraden kam nach Deutschland zurück. Und deshalb empfanden wir eigentlich das Bild in der Familie als eine Mahnung und ein Zeichen der Trauer und Wut über den auch sinnlosen Einsatz der deutschen Soldaten. Und das möchte ich hier nochmal deutlich sagen, heute sind auch überall deutsche Soldaten. Und ich bin der Meinung, die gehören nicht ins Ausland. Wir Deutschen sind nicht geeignet, im Ausland irgendwie zu helfen oder mit Einsätze zu führen. Ich weiß also ganz genau, dass der Fliegerhorst, der dort alarmiert wurde, aus Neuruppin kam und zwei andere, es war kein Flieger aus Dresden dabei. Ich bin Klotscher, ich würde mich auch gegen eine Guernica-Straße an der Luftkriegsschule nicht wehren,
Aber es war kein Flieger aus Dresden dabei. Die waren noch nicht zu weit. Die haben auch nur ausgebildet. Es gab keine Staffeln da oben. Wenn man sich bei Wikipedia den Ablauf mal anschaut, dann ist die Situation 1937 damals in Spanien eigentlich wie heute an einigen Orten unserer Erde. Da will eine junge Republik sich entwickeln und sofort mengt sich das Ausland ein. Die Sowjetunion für die Republikaner, Deutschland und Italien war ja voll dabei für den Putschisten Franco. Und es wurden Truppen hingejagt und riesige Waffenlieferungen. Das klingt doch alles irgendwie heutzutage sehr bekannt. Heute bombardieren die Russen und die Amerikaner mal hierhin, mal dorthin. Unsere Aufregung ist nicht echt, sie ist geheuchelt. Die sowjetischen Kämpfer aus Spanien, das habe ich ziemlich spät vor kurzem erst erfahren, die kamen ja nach dem Krieg, als sie in die Heimat kamen, kamen sie in stalinistische Lager und wurden meist umgebracht. Was war denn das für ein Verbrechen damals? Das war etwas, das war eigentlich der Beginn dessen, was heute noch praktiziert wird. Guernica hatte eigentlich nur eine einzige Parallele zu Dresden, nämlich man stritt sich lange um die Anzahl der Toten. Erst waren es 1654, eine unwahrscheinlich präzise Zahl, später wurden es 200 bis 300, es gab Unklarheiten wegen Flüchtlingen, das klingt alles ein bisschen wie Dresden. Eine Beziehung gibt es schon. Aber unser Bundespräsident Roman Herzog, den ich immer sehr verehrt habe, hat sich für Deutschlands Verhalten damals 1937 bei der Stadt Guernica schon öffentlich entschuldigt. Das war eine ganz große Geste und das bleibt eine große Geste. Aber eine Straße in Dresden hier im Zentrum nach Guernica zu benennen, halte ich ein bisschen für politischen Unsinn. Man spürt hier den Geist des ewigen Gestrigen. Wir lehnen diese Vorlage ab. Dankeschön. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren Stadträte. Die Stadt Guernica steht uns Dresdnern sicherlich gewiss weitaus näher als der Staat Korea. Und deshalb gibt es ja prinzipiell meines Erachtens keinerlei grundsätzlichen Vorbehalte, auch eine Straße nach dieser Stadt zu benennen, hier in unserer sächsischen Landeshauptstadt. Die AfD-Fraktion sieht auch gar nicht das Problem im Wesentlichen in dem Namen, sondern eben tatsächlich in der Begründung der Antragsteller, die nach unserer Auffassung in erster Linie dort eine politisch-erzieherische Intention verfolgen und halt, wie das so üblich ist, im linksgrüner Manier, in dem Sinne immer an die eigene Schuld, die wir Deutschen ja gewiss auch auf uns geladen haben in der Geschichte, natürlich aber individuelle Schuld, zu erinnern. Man kann aber auch meines Erachtens diese Erinnerung und diese Bezeichnung und diese Würdigung der Stadt auch ganz anders verstehen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch einiges ausführen. Sie haben glücklicherweise im Laufe der Beratungen die kastilische Schreibweise, also der Hauptbevölkerung in Spanien, ja abgewandelt in die baskische Schreibweise Guernica. Und da muss man sich überlegen, was ist denn eigentlich auch die Stadt Guernica historisch gesehen? Guernica ist nicht nur von den Deutschen mit der Legion Condor bombardiert worden, nein. Guernica ist das Nationalsymbol der Basken. Dort steht eine Eiche, eine besondere Eiche, unter der die spanischen Könige die Sonderrechte, die Autonomierechte der Basken haben abgeschworen und sie einzuhalten und sie zu würdigen, abgeschworen und dieses auch geleistet. Und dort tagte auch in Guernica die Ratsversammlung der Ältesten der baskischen Bevölkerung und die haben dort eine Form der direkten Demokratie ausgeübt. Und wenn wir natürlich dann überlegen, dass diese Stadt die heiligste Stadt der Basken ist, auch eine Stadt, die in dem Sinne symbolisch für Freiheit und für Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker steht, dann fällt es mir und fällt es sicherlich auch der AfD-Fraktion schwer, einer solchen Stadt nicht Würdigung beizumessen. Und gerade wir, die wir uns ja, ob nun im Rahmen der Europäischen Union
ob nun im Rahmen der Völker in Spanien oder auch in anderen Teilen Europas, immer für die Freiheit und Selbstbestimmung bis hin zur Unabhängigkeit der jeweiligen Völker aussprechen, bin ich natürlich auch in diesem Sinne durchaus bereit, mit Sinne unserer AfD diese Benennung durchaus zu unterstützen. Wenn wir natürlich gleichzeitig bedenken, dass die historische Dimension vielleicht noch nicht im Gänze aufgearbeitet ist und vielleicht diese kleine, kurze Straße vielleicht gar nicht angemessen ist, um Guernica wirklich in der Form zu würdigen, wie es notwendig wäre, sehe ich in diesem Sinne unsere Intention als AfD-Fraktion, dass wir den CDU-Änderungsantrag unterstützen werden und dort erstmal noch genauere Nacharbeiten einfordern und dann entsprechend angemessen darauf als Stadtrat reagieren. Vielen Dank. CDU-Fraktion nochmal Wort gewünscht? Nein. Oh, doch, bitte. Herr Dr. Böhmekorn. Ja, bloß noch mal ganz kurz zwei Gedanken. Zum einen, ich habe auch ausdrücklich gesagt, dass wir bereit sind, in einer geeigneten Form auch der Bombardierung der Stadt Guernica in unserer Stadt zu gedenken. In einer geeigneten Form. Ich denke, es ist keine geeignete Form, wenn wir das Gedenken auf eine falsche Legende aufbauen. Der Herr Professor hat von einem ausschließlich auf Terror ausgerichteten Angriff gesprochen. Das ist einfach geschichtlich falsch. Das ist einfach geschichtlich falsch. Ich habe hier einen Artikel mit von Sönke Neitzel, den dieser oder jener vielleicht auch kennt, muss ich sagen, der das ganz eindeutig anders darstellt. Das hat nichts damit zu tun, dass jeder Tote ein Toter zu viel ist, dass es eine Katastrophe war, wie Guernica im Flammenmeer untergegangen ist. Das ist völlig unstrittig. Aber die Legende, dass es ein ganz bewusster Terrorangriff ausschließlich auf die Zivilbevölkerung war, das ist falsch. Und mit solchen falschen Darstellungen erreichen wir nicht Belehrung, Nachdenken, Versöhnung, sondern Spaltung und Ablehnung. Das muss man ganz klar sagen. Das wollte ich hier nochmal anführen. Und zum Zweiten ist es noch so, es wurde auch wieder angeprangert, dass im Kreise der Stelen die Stadt Dresden steht. Und wieder kommt die genauso falsche Legende zum Greifen. Es ist doch nur gerecht, wenn Dresden total zerstört worden ist, wenn 25.000 Menschen ihr Leben lassen mussten, wenn so viel Schönheit zerstört worden ist, wenn so viel Leid zerstört worden ist, weil es dort auch einige Täter mitgab. Aber es gab genauso viel Mitläufer, es gab genauso viel im inneren Widerstand, es gab genauso viel Widerstandskämpfer und es gab auch sehr, sehr viele tausend völlig unschuldige Menschen. Und wenn man heute in einer Gesellschaft, die Todesstrafe noch nicht mal für die allerschlimmsten Verbrechen annimmt, da versucht zu konstruieren, dass dies gerecht sei und dass die vielen, vielen tausend Toten dort nicht mit in diesen Kreis gehörten, dann betreibt man auch eine Legende, eine Geschichtsfälschung und da müssen wir uns verwahren. Wenn wir gedenken, gedenken wir gemeinsam, vor allen Dingen gedenken wir aufrichtig auf die geschichtlichen Tatsachen aufbauen. Und dazu soll unser Antrag dienen. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste am Livestream und liebe Gäste auf der Empore. Ich möchte mich zuerst mal bedanken bei Herrn Professor Dr. Christoph für seine Darbietung seiner Sicht auf diesen Antrag. Papilius Jene hat begonnen, an Guernica erinnern, heißt der Opfer zu gedenken. Natürlich heißt an Guernica erinnern, der Opfer zu gedenken. Aber für uns als Linke heißt an Guernica erinnern viel mehr und insbesondere an die Ursachen von Wald und Gewalt und von Kriegen zu erinnern. Und Herr Dr. Böhme-Korn, für mich ist es ein Trauerspiel, wenn Sie heute wiederum hier mit vielen blumigen Worten begründen, dass Sie diesem Antrag nicht zustimmen können.
Das haben Sie damals vor 5 Jahren genauso gemacht, mit noch viel schärferen Worten, die ich heute gar nicht zitieren möchte. Sie merken schon, dass mich das unheimlich persönlich auch angeht. Ist okay. Ja, ja. No. Ausdrücklich genau. Genau. Sie haben gesagt, es müsse zuerst der Zusammenhang zwischen der Bombardierung der Stadt, also so ungefähr steht es auch im Antrag, in der Begründung, Guernica, natürlich habe ich es gelesen, durch die deutsche Luftwaffe und Dresden geklärt werden. Und dann haben Sie jetzt heute noch angefügt und möglicherweise müsse ja eher Rotterdam oder der Zerstörung der polnischen Stadt Wilun gedacht werden. Als am 26. April 1937 Guernica im Baskenland durch die Verbände der deutschen Legion Condor zerstört wurde, war das praktisch Kriegsvorbereitung Deutschlands. Es wurde zur gleichen Zeit, und das kann man nachlesen, auch in Dresden aufgerüstet. Das betraf Unternehmen im Industriegelände, ebenso wie das Sachsenwerk und in Dresden-Niedersedlitz und nicht zuletzt die Luftkriegsschule. Auch wenn dort nicht Verbände nach Guernica geschickt worden sind. Für uns Linke ist das Zusammenhang genug. Es ist vor allem Hinweis genug darauf, dass es zur Zeit des Faschismus in Deutschland eben zu wenig Protest, zu wenig Widerstand gegen den Krieg, gegen Kriegsvorbereitung gab. Und auch heute, und das höre ich auch hier zwischen den Zeilen und auch zum Teil direkt, gibt es wieder Versuche, die Verantwortung für Kriege in der Welt wegzureden. Und dazu zähle ich auch die massiven Proteste, nicht die kritischen Diskussionen, aber doch die massiven Proteste gegen die Businstallation auf dem Neumarkt. Auch wenn man sie bemängelt, naja, da ist Werbung von der Sparkasse dran. Wir dürfen heute eben genau deshalb nicht müde werden, die Erinnerung an die vielen Toten, ja, aber die Erinnerung an die Ursachen von Krieg und Zerstörung wachzuhalten. An Guernica erinnern heißt, an die Ursachen von Krieg und Gewalt zu erinnern und diese Ursachen zu bekämpfen. Und ich möchte mit diesem Zitat schließen. Was ich mir auch gerne wünsche, stelle dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Vielleicht können wir das mal erreichen, dass wir Kriege wirklich in den Raum der Geschichte verbannt haben. Deshalb überlegen Sie sich nochmal, stimmen Sie diesem kleinen Antrag heute tatsächlich zu. Dankeschön. Wird SPD-Fraktion das Wort gewünscht? Nein? Dann ist die Fraktionsrunde erstmal durch. Für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, ein ähnlicher Antrag wurde von den Grünen bereits vor 5 Jahren hier im Stadtrat eingebracht. Er wurde damals mehrheitlich abgelehnt, was auch gut so war. Und es brauchte damals niemand eine Guernica-Straße und es braucht sie auch heute niemand. In der Begründung des neuen Antrages, ich hatte mir den alten nochmal herausgezogen und angeschaut, wurden wesentliche Passagen des Antrages von 2012 übernommen, was diesen allerdings nicht richtiger macht. Einen Zusammenhang zwischen der Bombardierung Guernicas und der Vernichtung Dresdens zu konstruieren, und da gebe ich dem Herrn Dr. Böhmekorn recht, das ist nicht nur historisch falsch, sondern das ist auch moralisch verwerflich. Und ich glaube auch, dass der Herr Professor Mayer sich durchaus bewusst ist, dass er hier einige wesentliche Fakten weggelassen hat. Zu den Fakten gehört zum Beispiel, dass dieser Angriff stattgefunden hat mit 27 deutschen und 3 italienischen Flugzeugen. Wir reden also von insgesamt 30 Bombern, nur mal zum Vergleich, 8 Jahre später wurde Dresden mit 1.300 Bombern in Schutt und Asche gelegt. Ich möchte das auf keinen Fall relativieren, es sind ungefähr in Guernica 100 bis 300 Menschen ums Leben gekommen. Ziel des Bombenangriffes, das ist aber nicht gewesen, wie es Herr Professor Mayer gesagt hat, die Zivilbevölkerung, sondern Ziel ist eine Straße gewesen, eine militärisch wichtige Straße und eine Brücke, auch das ist bekannt. Das ist historisch alles bis ins kleinste Detail aufgearbeitet worden und auch bekannt ist, dass der Angriff deswegen auch vom Kriegsvölkerrecht gedeckt gewesen war. Vollkommen anders verhält es sich bei der Bombardierung unserer Stadt von Dresden knapp 8 Jahre später, denn es war erklärtes Ziel der Briten, die deutsche Städte in Schutt und Asche legen wollten, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Das war eine lange vor dem Krieg entwickelte Strategie,
des Moral Bombings. Und es war nichts anderes als der Versuch, mit Terror gegen die Zivilbevölkerung eine militärische Entscheidung zu erzwingen. Und was im Übrigen aufgrund des Durchhaltewillens der damaligen Bevölkerung noch nicht einmal gelungen ist, was einmal mehr noch diese ganze Sinnlosigkeit des Angriffes auf unsere Stadt und die Zerstörung Dresdens verdeutlicht. Der Verlauf der Geschichte ist bekannt. Dresden wurde in mehreren Angriffswellen völlig zerstört. Die Zahl der Opfer konnte nie objektiv ermittelt werden. Sie liegt vermutlich bei weit über 100.000. Und ich möchte an der Stelle betonen, dass es mir ausdrücklich nicht darum geht, hier Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen. Das kann man nicht tun, das sollte man nicht tun. Jeder Tod ist einer zu viel. Das ist mir bewusst. Aber ich möchte verdeutlichen, dass es Dresden gut zu Gesicht stehen würde, auch seine eigenen Toten würdig zu gedenken und beispielsweise als Friedensstadt auch Mahnmal für künftige Generationen zu sein, dass Terror gegen die Zivilbevölkerung niemals ein Mittel in der militärischen Auseinandersetzung sein darf. Deswegen wäre es sinnvoller, als es die Grünen vorgeschlagen haben, wenn man beispielsweise mit einer Straße oder einem Platz an die zivilen Luftkriegstoten gedenkt, indem man beispielsweise eine Straße oder einen Platz im Platz der Dresdner Luftkriegstoten oder Platz der Luftkriegstoten benennt. Und ich denke, das wäre auch ein Name, mit dem sich die Dresdner identifizieren könnten. Denn diesem Anspruch wird der Antrag der Grünen eindeutig nicht gerecht, aber dafür passt er natürlich prima zum linken Zeitgeist, in dem sogar der Dresdner Oberbürgermeister, unser Herr Hilbert, seiner eigenen Stadt attestieren darf, dass sie an ihrer eigenen Vernichtung nicht ganz unschuldig gewesen ist. Herr Hilbert, stellen Sie sich vor, der Bürgermeister von Coventry oder von London oder meinetwegen auch Guernica würde Ähnliches von seiner Stadt behaupten, würde sagen, naja, meine Stadt ist ja nicht ganz unschuldig daran, weil da eben eine Straße durchging oder eine Brücke oder was auch immer, dass sie bombardiert wurde. Das wäre vollkommen undenkbar. So etwas gibt es nur bei uns hier in Deutschland. Leider, muss man natürlich sagen. Wir als NPD lehnen den Antrag der Grünen als Geschichtstitterung ab. Dresden braucht keine Guernica-Straße, sondern Dresden braucht ein würdevolles Gedenken an die eigenen Luftkriegstoten. Vielen Dank. Herr Bauer, ich empfehle Ihnen ganz genau meine Worte sich anzuschauen und dann relativiert sich vieles oder dreht sich deutlich um von dem, was Sie gesagt haben. Ich frage, gibt es weitere Wortmeldungen, außer Frau Filius-Jenes, das habe ich schon gesehen. Weil ansonsten würde ich das verknüpfen. Achso, Herr Bösel, Herr Lichti. Naja, gut, dann können Sie erst mal Frau Filius-Jenes, dann Herr Bösel, dann Herr Lichti. Weil ich hatte die Hoffnung, dass wir es gleich zum Schlusswort verbinden können, aber ist noch nicht. Weil ich hatte es ja angekündigt. Also nochmal, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem lieber Herr Dr. Böhmekorn. Es stimmt nicht, dass Sie uns damals die Hand gereicht haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, manchmal verschluckt das Internet tatsächlich nichts. Googeln Sie mal, Sie finden den Brief, den Herr Dr. Böhmekorn 2012 an den Oberbürgermeister von Guernica geschrieben hat, den finden Sie noch im Netz. Und da steht damals drin, dass Sie nicht zustimmen können, weil dieser Antrag ja eben von den Grünen kommt. Das sei ja eher eine kleinere Fraktion im Stadtrat. Und die, die das da gestellt hätten, die wären ja A, nicht von hier und B, nicht von damals hätten sie gar nicht gelebt und so weiter und so weiter. Also auch damals ist ja auch schon ein falsches Geschichtsbild uns unterstellt worden. Jetzt muss ich sagen, die SPD, der ich dafür ausdrücklich danke, hatte einen promovierten und habilitierten Historiker. Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt, was er wirklich von der Ausbildung hat. Also jetzt einfach... In der Wissenschaft gibt es immer unterschiedliche Thesen, aber Herr Dr. Böhmekorn jetzt dem Historiker zu unterstellen, er betreibe hier Geschichtsklitterung, und da sage ich Ihnen jetzt, da begeben Sie sich in dieses rechte Weltbild, was Herr Bauer gerade verkünden will, und da sollten Sie mal sehr drüber nachdenken, ob Sie da hinwollen. Zurück 2012 gab es ja eben dieses Unternehmen schon mal, und damals hat, das möchte ich deswegen auch noch mal sagen, wie würdig ist das, hat der Bürgermeister an Frau Orris damals, also an die damalige Oberbürgermeisterin, ja einen Brief geschrieben, wo er tatsächlich auch noch mal auf die Rolle Guernicas
auch als Wiege der baskischen Demokratie hingewiesen hat. Darüber hinaus, dass Gernika dank zahlreicher Friedensaktivitäten sogar also den UNESCO-Preis Städte des Friedens für die Region Europa bekommen hat und dass es eben als Stadt für Frieden, Freundschaft, Kultur, für Menschenrechte und gegen Gewalt und Unrecht steht, gerade auch aufgrund der Erfahrungen. Er schreibt damals auch nochmal, ich lese wörtlich vor, unsere Stadt Gernika wurde auf dramatische Weise zum Symbol der Schrecken und Zerstörung durch Krieg, als sie vor nun 75, jetzt sind es 80 Jahren, von Flugzeugen der Legion Condor durch stundenlanges Bombardieren fast zerstört wurde. Traurigerweise, schreibt auch der Bürgermeister, teilen wir die grausamen Konsequenzen eines Krieges auch mit Dresden und anderen Städten, was uns dazu auffordert, die Ursachen und Konsequenzen dieses Krieges zu benennen und in Erinnerung zu bewahren, um weiteres Leid für die Menschen zukünftig zu verhindern. Und er schreibt dann auch über Roman Herzog, dem er sehr dankt, dass damals, also das hat ja der Herr Fischer schon genannt, dass der diese Geste gemacht hat, dass er das anerkannt hat, was die Deutschen dort Gernika angetan haben. Roman Herzog hat dann 2012 auch den Gernika-Friedenspreis bekommen. Und er schreibt abschließend in dem Brief, den ich Ihnen natürlich nicht in Gänze vorlese, in den letzten Jahren hat es zahlreiche und vielseitige Aktivitäten gegeben, sowohl auf institutioneller Vereins- als auch auf Bürgerebene, die auf diesem Wege unsere Städte, also Gernika und Dresden, und Bürger und Bürgerinnen näher gebracht haben. Erwähnt seien hier die wichtigen gegenseitigen Besuche von Überlebenden der Bombenangriffe und anderer Vertreter zu den Gedenktagen unserer Städte. Es kommt jedes Jahr zum 13. Februar eine Delegation aus Gernika hierher. Und er schreibt daher, wir unterstützen daher die Initiative der Benennung einer Straße oder eines Platzes in der Innenstadt Dresdens. Und es kommt nicht auf die Länge der Straße an. Ich kann irgendwo am Stadtrand eine ganz lange Straße benennen, dann hat es nicht dieselbe Wirkung, wie wenn ich das in der Innenstadt, da wo die Menschen sich bewegen, wo auch Touristen hingehen, und das haben wir jetzt, da haben wir jetzt eine geeignete Straße gefunden. Also er unterstützt die Initiative der Benennung einer Straße oder eines Platzes in der Innenstadt Dresdens mit dem Namen unserer Stadt und würde eine entsprechende Befürwortung als weiteren wichtigen symbolischen Baustein für unsere persönlichen Beziehungen begrüßen. Und deswegen, und auch mit der Vorgeschichte und wenn man den Brief liest, den Sie damals geschrieben haben, muss ich einfach sagen, Sie hätten ganz viele Jahre jetzt auch Zeit gehabt, das, was aus Ihrer Sicht da historisch aufzuarbeiten ist, vielleicht sich anzugucken, aber es ist ganz eindeutig, dass Sie eigentlich unseren Antrag nicht unterstützen wollen. Und ich bitte, werbe sehr um Zustimmung. Danke. Als nächster Redner Herr Dr. Bösel, dann Herr Lichtjahn, Herr Dr. Böhmekorn. Ich mache es von hier aus ganz kurz. Ich wollte nur erklären, dass ich das und ausdrücklich unterstütze, dass hier eine Straße nach Guernica benannt wird. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch von Teilen der Begründung des Antrags distanzieren. Ich finde es schade, dass die CDU-Fraktion ihren Antrag als Ersetzungsantrag formuliert hat und nicht als Ergänzungsantrag. Also ich hätte es mir sehr schön vorstellen können, dass man eine Straße danach benennt und trotzdem zusätzlich auch noch das eben macht, was dort im CDU-Antrag vorgesehen ist. Danke. Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Herr Dr. Böhmekorn, diese Art von Reden, die Sie hier gehalten haben, hören wir bei solchen Gelegenheiten immer. Sie kommen immer und sagen, ja, wir finden das Anliegen ja berechtigt, ist ja alles ganz richtig, Gedenkscheinnicker und so weiter, es gab jetzt viele Anlässe in den letzten Monaten, aber bitte doch nicht so und macht doch dieses und jenes. Das Problem dabei ist, dass man immer das Gefühl hat, dass Sie Ausflüchte suchen, warum wir das jetzt gerade nicht machen müssen. Und deswegen sage ich Ihnen, Sie haben Wielun angesprochen. Ich denke mal zu Recht, aber dann frage ich, wo ist Ihre Initiative, jetzt Wielun in geeigneter Art und Weise zu gedenken? Und wenn Sie meinen, nicht in Form einer Straße, dann vielleicht in anderer Form, die Ihnen geeignet erscheint. Ich fordere Sie ausdrücklich auf, dann machen Sie eine Initiative in diese Richtung oder in eine Richtung, die Ihnen passend erscheint, die Ihnen wichtig erscheint. Aber nein, wenn Initiativen von der anderen Seite des Hauses kommen, dann finden Sie immer Ausflüchte, wo man sich fragt, woher kommen die und was steht eigentlich dahinter? Herr Dr. Böhmekorn, ich habe mich gemeldet, weil mir eins
sehr negativ aufgestoßen ist, was ein zentrales Missverständnis in der Dresdner Gedenkkultur, in dem Fall auch Dresdner Gedenkunkultur ist. Herr Professor Mayer hat aus meiner Sicht völlig zu Recht, und da ist er ja nicht der Erste, sondern das ist eine lange, lange, lange Debatte in dieser Stadt, diese Anlage auf dem Heidefriedhof kritisiert. Insbesondere das Rondell mit der Gleichsetzung von Dresden als Opfer und der anderen Opfer, und zwar nicht nur von Opfern deutscher Bombenangriffe, sondern sogar auch von KZs. Ich und viele andere, das weiß ich, empfinden diese Art von Gleichsetzung mit Dresden als richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Es ist eine Art und Weise der Verharmlosung der deutschen Verbrechen, die eigentlich einen Atem verschlägt. Und was Sie gemacht haben, ist genau das Missverständnis, das in großen Teilen der Dresdner Bevölkerung offensichtlich noch da ist, wo ich Sie einfach bitte, dass Sie das selber aus Ihrer politischen Richtung nicht weiter befördern. Sie haben nämlich gesagt, wer diese Anlage kritisiert, der kritisiert zugleich, dass man den Dresdnern Opfern des Bombenangriffs des 13. Februar gedenkt. Das ist definitiv falsch, diese Gleichsetzung. Was wir kritisieren, ist der kollektive Missbrauch der Dresdner Opfer in einer Entschuldungsstrategie, die kollektiv die Verantwortung von Dresden, von Deutschland von 1933 bis 1945 mit einer Gleichsetzung von KZ-Opfern macht. Hören Sie einfach mal zu. Wissen Sie, Herr Genschmar, dass das von Ihrer Seite kommt, das wundert mich. Ich sage Ihnen aber, ich komme aus einer Stadt, die mindestens genauso von Bombenangriffen zerstört worden ist. Das wissen Sie bloß nicht, weil dort wird nicht so ein Bohai gemacht wie hier in dieser Stadt. Ich habe also alles Recht, dazu zu sprechen. Meine Damen und Herren, Herr Böhmekorn, ich bitte Sie wirklich, das vielleicht mal zu bedenken. Wenn wir kritisieren die Art und Weise, wie dort da oben eine Gleichsetzung stattfindet, dann tun wir nicht in Frage stellen, dass es Dresdner Opfer gibt, denen würdig zu gedenken ist. Dann stellen wir nicht in Frage, dass es unschuldige Opfer in Dresden gegeben hat, die zu beklagen sind, auch heute noch. Dann stellen wir nicht in Frage, dass es richtig ist, denen am 13. Februar in Trauern zu gedenken. Es ist aber ein familiäres, ein individuelles Gedenken, was Platz haben muss. Davon ist aber zu unterscheiden, von dieser kollektiven Entschuldungsstrategie, die eben genau in dieser Anlage des Heidefriedhofs, die übrigens, was mich wundert, Herr Böhmekorn, Sie als Antikommunist, in kommunistischen Zeiten errichtet worden ist, wo wir die Gräber der großen SED-Fürsten hier aus der Stadt Dresden davor noch haben, im Grunde ein kommunistischer Märtyrerkult noch stattfindet. Ich bitte Sie wirklich, nehmen Sie diese Anlage in Ihrer Historizität ernst. Nehmen Sie die Anlage in Ihrer Historizität ernst. Überlegen Sie die Symbolschichten, die dort aufgebaut werden. Und überlegen Sie wirklich, ob das ein angemessenes individuelles Denken ist, ob das dem Leid der Dresdnerinnen und Dresdner, die wirklich betroffen sind in den Familien, wirklich gerecht wird. Ich glaube es nicht. Vielen Dank. Herr Dr. Böhmekorn als Nächster und dann Herr Genschmann. Frau Bürgermeister, Herr Lichti, ich möchte mit Ihnen jetzt nicht um die Anlage des Heidefriedhofs streiten. Das würde die Debatte ausufern lassen. Das passt nicht in diesen Rahmen. Ich habe gleich am Anfang dargestellt, dass es sehr gute Gründe gibt, diesen Heidefriedhof insgesamt als ausgewogen zu betrachten, aber da kann man verschiedener Meinung sein. Das billige ich Ihnen zu. Ich wollte vor allen Dingen nochmal auf die Frau Filius-Jene eingehen, die den Brief, den ich geschrieben habe, in einem völlig falschen Licht erscheinen lässt. Ich lese jetzt mal ungekürzt den letzten Absatz des Briefes vor. Zum Schluss möchte ich Ihnen nochmals versichern, dass wir das Anliegen in unserem Herzen tragen, Versöhnung, Vergebung und Frieden zu erreichen und zu sichern. Das schließt das Gedenken an das Leid der Bevölkerung Spaniens und vor allen Dingen an Ihre Stadt mit ein.
Dennoch bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir dem jetzt vorgelegten Antrag nicht zustimmen können. Ich versichere Ihnen aber, Ihr grundsätzliches Anliegen zu unterstützen. Wir werden uns sehr bemühen, einen geeigneten Weg zu finden, die Stadt Gernika auch im Gedächtnis Dresdens fest zu verankern. Erste Überlegungen gibt es dazu schon. Sobald diese eine gewisse Reife erreicht haben, werden wir selbstverständlich wieder auf Sie zukommen. Im Rahmen der Diskussion zu unserem Gedenkkonzept hat Herr Kieslich auch mit Ihnen gesprochen. Wir konnten uns vorstellen, dass, wenn tatsächlich eine Verbindung mit der Fliegerschule besteht, in diesem Rahmen etwas gemacht wird. Und wenn man, was sehr schwierig ist, weil es da Firmen gibt, diesen Hucker-Junkers-Ring umbenennt. Aber es ist ein offenbarer Bezug zwischen Dresden und Gernika gemacht. Ich will das jetzt nicht vorschlagen, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich habe persönlich mehr daran gedacht, bei der Gestaltung der Bußmann-Kapelle Gernika mit einzubeziehen. Ich habe erst vor einer relativ kurzen Zeit eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, wie weit denn das Konzept gediehen ist. Und da hat die Stadtverwaltung mich auf einen Brief von vor einem Jahr an den Finanzausschuss verwiesen. Das war nicht viel. Dort könnten wir gern gemeinsam daran arbeiten, dass unter anderem auch der Leiterstadt Gernika gedacht wird. Das können wir gerne machen. Dazu brauchen wir aber meiner Meinung nach die geschichtliche Wahrheit. Und deshalb stimmen Sie doch zu, ergreifen Sie doch unsere ausgestreckte Hand. Auch beim letzten Mal, ich hatte es Ihnen ausdrücklich nochmal gesagt, wir hatten vorgeschlagen, den Oberbürgermeister zu beauftragen, an die Stadt Gernika zu erinnern und uns in geeigneter Weise Vorschläge vorzulegen, wie das zu geschehen hat. Ein Straßenname ist dafür aus unserer Sicht allerdings eher ungeeignet, weil da keinerlei Bezug ist. Das wird später mal gehandhabt, wie die Budapester, wie die Laibacher Straße, wie der Kronstadter Platz. Es ist ein ausländischer Name. Und es geht auch nicht darum, parteipolitisch motivierte Duftmarken in der Innenstadt zu hinterlassen, sondern es geht um ein ernsthaftes Gedenken. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn wir dort Hand in Hand marschieren können, aber das scheint mit Ihnen im Moment nicht möglich zu sein. So, die nächsten Wortmeldungen, Herr Genschmer, dann Frau Frohwieser. Das sah so aus. Sehr geehrter Oberbürgermeister, gestatten Sie mir noch ein paar Worte, die mir bei dieser Diskussion, gar nicht so zu der Gernika-Straße, aber zu der Diskussion, die ganz gut in das Erscheinungsbild der Stadt in den letzten Wochen passt. Ich glaube, das reiht sich jetzt so ein, dass beide Seiten, wir haben seit Jahren die montaglichen Spaziergänge und dann haben wir die Gegenseite, die das nicht gut findet und beide Seiten versuchen sich mit neuen gegenseitigen Provokationen, und ich sage gegenseitigen Provokationen, immer wieder hochzuschaukeln. Mein Kollege Franz Josef Fischer hat es vorhin erwähnt, auch in dem Kontext jetzt mit der Gernika-Straße. Ich sehe das genauso. Hier geht es nur, immer wieder die andere Seite zu provozieren. Ich sehe, wie gesagt, diese Busmonumente auf dem Neumarkt. Über Kunst kann man streiten. Ich finde den Zeitpunkt nur unpassend, dass man so eine Ausstellung, genauso wie dieses Gräberfeld vor der Semperoper, über den 13. Februar macht. Wir haben die AG 13. Februar gegründet, um mal über den 13. Februar in der Stadt ein ruhiges, sinnhaftes Gedenken durchzuführen. Wir haben im Zuge der AG 13. Februar mal dieses Erinnerungskonzept beschlossen, durchgeführt. Das war eine, ich sage mal, meiner Meinung nach, ich bin seit 2004 hier im Stadtrat, so ein kleines Highlight, wo der Stadtrat mal das gemacht hat, wo man fraktionsübergreifend Gräben zugeschüttet hat. Ich weiß noch, dort hat die Frau, wie heißt sie von der SPD, Frau Friedl, Dankeschön. Dort war eine Zusammenarbeit möglich, fraktionsübergreifend. Und wir überbieten uns auf allen Seiten in der letzten Zeit nur zu provozieren. Da hängen Linksfaschisten, die das Denkmal am 13. Februar zu in Nickern. Kurz danach werden die Busse zugehangen. Und das zieht sich seit 2 Jahren durch die Stadtgeschichte.
Die linke Seite schimpft auf die Leute von Pegida, die Pegida schimpft auf die, die die Pegida kritisieren. Und ich finde, dort passt dieser Gernika-Antrag wunderbar rein. Jetzt müsste auch von unserer Seite wieder ein Antrag kommen, der auf ein Denkmal für die Opfer des 13. Februars auf dem Altmarkt stimmt. Hören wir langsam mal auf, ständig diese Gräben zu erweitern. Eigentlich sitzen wir hier drinne um diese Gräbe. Sie sind zugereist, das haben Sie vorhin schon gesagt. Einfach mal den Mund halten, das reicht. Das reicht. Ich rede jetzt nie im Namen von Zugereisten. Ernsthaft. Das musste jetzt mal raus. Wie gesagt, das sehe ich so. Wir sind hier da, mal die Gräben zuzumachen. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Gibt ein Wunsch nach dem Schlusswort? Ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Da ist zunächst uns vorliegend ein Ersetzungsantrag der CDU. Wer diesem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ja, 36 Nein, 1 Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja, 37 Ja-Stimmen, 29 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen. Ich hätte auch gesagt, dass ich gefroren habe, aber bei so viel Abstimmung, die man am Tag macht, würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig darauf festlegen wollen. Sie möchten noch erklären, dass Sie Enthaltungen nicht gehört haben und noch drei Enthaltungen, wir es fürs Protokoll mit aufnehmen.